Denn jetzt kommt, wie gesagt, der Spaß in Tüten. Es ist schon wieder alles eingefroren, wie wir hier sehen. Das heißt immer, dass die Monster jetzt kommen. Das ist jetzt irgendwie das vorletzte Mal oder so, dass die Monster kommen. So, wir müssen nicht dahin. Ja, the room ist gut. Ich hasse zwar alle Charaktere dort, aber das Spiel ist gut. Und hopp. So. So ein Blindfisch, wie ich jetzt bin, werden wir jetzt... Oh, oh. Ah, hi. Ja, folg mir doch, folg mir doch, folg mir doch. Harry, macht schneller. Nein, 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 nein. Wir müssen erstmal das Rätsel finden. Ich wusste mal auswendig, wo es ist. Es ist, wie gesagt, Ewigkeiten her, dass ich das Spiel gespielt habe. Deswegen dürfen wir jetzt suchen. Lass mich in Ruhe. Oh Gott, die Monster haben sich verändert. Lass mich los, lass los, lass los. Nein, 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 nicht schon jetzt schon sterben. Komm, Harry. Na, das klappt ja super mit dem Schütteln. Hallo, Harry? Okay, das war's mit ihm. Ja, er hat mich getötet. Happy Birthday. Jetzt hört auf zu schreien. Scheißen Dreck. Und das ist genau der Falsche. Nämlich immer einen bestimmten, den ich mir ins Ohr stecke. Und jetzt ist es der Falsche. Direkt ein anderes Gefühl. Ja, ein Sentinel ohne Waffen. Das gibt es. Ach ja, wir starten ja wieder hier. Lisa, jetzt sag mir doch mal den Scheißweg. Ich bin schon am Tuckern vorbeigelaufen. Und ich weiß, was wir für das Rätsel brauchen. Nachdem ich da ganz am Anfang einmal so gefailt habe, weil ich mir das nicht merken konnte, weiß ich jetzt, wie dieses verdammte Rätsel funktioniert. Und gucke mir immer vorher an, wie es geht. Monster, lasst mich in Ruhe. Wir gehen jetzt mal die andere Tür. Ja, da ist schon eins. Wo du auch immer bist, verpiss dich. Lass mich doch einfach in Ruhe. Harry, lauf. So, für einen Moment zumindest Ruhe von euch. Harry, danke. Wo ist dieses verdammte Rätsel? Ja, da ist der Tuckern wieder. Geh falsch, oder? Geh falsch. Lasst mich in Ruhe, ihr Scheißviecher. Na komm, wo ist dieses beschissene Rätsel? Oh, ich bin hier wieder. Oh, da war ein Dings, oder? Wo war das denn?
Mensch. Jetzt sind wir wieder hier. Harry, Treppen muss man treffen. Entschuldigung, wenn ich gerade wenig laber. Ja, ich sehe euch da hinten, ihr Scheißviecher. Harry! Oh, ich laufe genau in eins rein, natürlich. Das ist gekonnt, so wie immer. Könnt ihr das Schreien mal lassen? Danke. Toll, genau in eine Ecke rein. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Harry, öffne die Tür. Das ist der Tuckern wieder. Wo ist dieses verdammte Rätsel? Orientieren? Hier? Wie kam ich da nochmal hin, verdammte dicke Hacke? Harry, ich sehe gerade nichts. Ich sehe nichts. Da ist eine Tür. Ja, wir haben es gefunden. Happy Birthday. So. Telebim brauchen wir. Quatsch. Zurück. Wir brauchen erst das Telebim. Und müssen die Sprachnachricht hören. So, ihre Lieblingsfarben. Kleiner Tipp am Rande. Den Tuckern, den wir uns angesehen haben, die Reihenfolge der Farben seines Schnabels sind ihre Lieblingsfarben. Die müssen wir jetzt rausfinden. Ich hoffe, ich habe es mir richtig gemerkt. Ihr hättet nochmal ein Foto mit dem Falsch Handy machen können. Wir speichern eben noch einmal. Vorsichtshalber, denn falls ich es falsch mache, wenn ich doch nochmal laufen muss. Ja, die Räume sind alle sehr groß. Ich mache jetzt mal aufs Blaue hinaus und hoffe, dass ich es mir richtig gemerkt habe. So, blau. Ah, erst hätten wir violett machen müssen. Oder? Violett, rot, rosa, gelb müsste es sein. Oder blau. Wir probieren es einfach. Das ist rot wieder. Rosa. Ich hoffe, ich habe es mir richtig gemerkt. Sonst müssen wir echt nochmal laufen. Nö, ist es nicht richtig. Können wir das irgendwie zurücksetzen oder müssen wir erst sterben? Ah, ja, genau, wir konnten die rausschubsen. Okay, Violett.
Wie gesagt, ich hoffe, ich habe es mir richtig gemerkt. Sonst sind wir nämlich gearscht und müssen doch noch mal laufen. Rot. Na komm, rosa brauchen wir. Da. Rosa. Und gelb. Ich meine nämlich, das war die richtige Reihenfolge. Von der Schnabelspitze bis hin zum Schnabelansatz. Ha! Ich hab's mir richtig gemerkt. Ohohoho. Ich hab's mir richtig gemerkt. Ein Glück. Gut. Come on, let's go. Haven't got much time to shop. What? It's Saturday. Yeah, but we need to get back to help Mom. Mom sucks. Come on now. You know that isn't true. Jetzt müssen wir nur noch den Ausgang finden. Da ist der Ausgang, ich bin so doof. Wir müssen nicht den Ausgang finden. Hier ist der Ausgang. Wir speichern nochmal. Ein Glück, dass wir uns vorher den Tukan angesehen haben. Juhu, alles ist wieder normal. Juhu. So, eine Nachricht haben wir. Auf dass ich es wieder nicht lesen kann. Willkommen, ich muss näher ranrücken, einen Augenblick. Willkommen zum Toluca Einkaufszentrum, der Erlebniswelt. Das beste Einkaufszentrum des Staates freut sich über Ihren erneuten Besuch. Hier finden Sie, ich habe die Zeile verloren. Hier finden Sie alles, was Sie brauchen, unter einem Dach. Es gibt so viel zu sehen und zu tun, dass Sie nie wieder weg wollen. So, einmal wieder nach hinten rücken, sonst funktioniert die Fernbedienung nämlich nur schlecht. Um es mal so auszudrücken. Ja, denn das klingt sehr plausibel, aber wenigstens werden wir jetzt nicht mehr verfolgt. Denn wie ihr seht, das Eis ist weg und damit sind die Monster weg. Das ist das einzig Schöne hier an diesem Silent Hill Teil. Die Monster kommen nicht einfach random. Was wir jetzt machen können, es gibt hier ein kleines Easter Egg. Man kann nämlich die sogenannte Konami-Nummer anrufen hier. Daraufhin kriegt man dann eine Sprachnachricht, bzw. einen Telefonanruf. Und das würde ich jetzt machen. Ich habe hier eine Telefonliste vor mir, als ich das gespielt habe. Hat mir das manchmal richtig den Arsch gerettet, weil ich die Nummern nicht auswendig wusste. So auch die Konami-Nummer. Das können wir jetzt mal machen. Das ist nämlich witzig. Ich meine, wir haben sie auch alle gespeichert bei uns im Handy, aber wir müssen ja nicht immer alles nachgucken. So, dann machen wir das einmal. Das ist nämlich witzig. Moment, 555 ist die Vorwahl. Quatsch, bei der Konami-Nummer ist nicht 555 die Vorwahl. Die Nummer geht 220. 8. 3, 3. 0. Viel Spaß jetzt mit dem, was passiert. Ich finde das witzig. Tut mir zwar schrecklich leid für Harry und alle, die in Silent Hill gefangen sind, aber ich finde das witzig. So, einen Schluck eben noch getrunken. So. Wo müssen wir denn jetzt wieder hin? Hätte gerne mehr Licht. Das ist hier so stockfinster. Ah, hier können wir ja irgendwo eine Sprachnachricht kriegen. Fragt sich nur wo. In die Richtung nicht.
Ah, da. Malcolm, doing my rounds. Saw her again. Shit, you know, I guess I can say this. I turned my back when she took something. Pretended I didn't see. Why? I don't know. I guess I feel sorry for her. Last time, when we grabbed her, when we were talking to her, I don't know. There was so much sadness in those eyes. I felt sorry for her. Nochmal ganz kurz erklärt, die meisten Sprachnachrichten handeln von einem Mädel, das wir verfolgen, von dem wir glauben, dass es unsere Tochter sein könnte. Ob nun in großer Gestalt, also erwachsen, oder in Kindergestalt. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Hier. Das sieht gut aus. In den, ich weiß nicht, was das für ein Laden ist. Ah, das Tierheim. Das unschöne Tierheim. Warum unschön, kann ich zeigen. Zum Beispiel hier an den Terrarien. Ah, die leben sogar noch. Okay, ich nehm's zurück. An den Terrarien kann ich's nicht zeigen. Auch nicht, denn hier ist gerade nichts drin. Oder? War da was? Nein, das ist eine Decke. Gut. Wir haben eine Sprachnachricht. I'm looking for a dog. Sure. Oh, you're looking for that dog? No, not this dog. One that looks the same. Exactly the same? Right. Great luck. Ob der Hund wohl weggelaufen ist? So, wo kann ich es denn zeigen? Wo war das denn? War das hier? Nee, beim Kaninchenstall war es auch nicht. Na, wo war das denn? Da. Einmal das tote Kaninchen. Was war hier drin? Welpen anscheinend, wie es aussieht. Und einmal, ich glaube, es war sogar bei dem Rätsel. Rätselchen. Ja, genau, der tote Hamster. Da. Es ist nicht ihr, es ist traurig. Die armen Viecher. Aber das ist halt Silent Hill. So, Hamsterchen. Was habe ich da aufgehoben? Ach ja, genau, die Filmrolle. Ruhe und Frieden, mein kleiner Freund. So, wo müssten wir denn jetzt hin? Ah, hinter die Theke. Ja, ich stecke mir mal wieder das Mikrofon richtig ins Ohr. Nein, die Kopfhörer. Guten Tag, Kleines. Cheryl. Müssen wir jetzt wieder nach vorne rücken? Natürlich. An die Geschäftsführer und das Verkaufspersonal. Wir haben einen weiteren super Monat und im Toluca Einkaufszentrum. Ich bin noch nicht nach vorne gerückt, noch kann ich es entziffern. Hinter uns aber, das ist noch lange nicht allein. Ist noch lange nicht alles. Die Arbeit hört nur auf, wenn man das perfekte Shopping-Erlebnis realisieren will, und diesen Monat konzentrieren wir
uns auf das, auf den Verkauf und wir werden Testkäufer einsetzen, die ein... Ich kann das nicht lesen von hier hinten. Die sicherstellen, dass diese sich jedes Geschäft in der Mall auf einem kundenorientierten Service konzentrieren. Es ist eine Wissenschaft für sich, die Kunden zufriedenzustellen. Aber wir wollen, dass sie diese Perfektionieren mit einer gut kalkulierten Mischung aus. Ich kann das nicht lesen von hier, Mann. Preisgestaltung, Geschäftsaufbau, Schaufensterdesign und Verkäuferausbildung können Sie Größeres erreichen. Das ist zwar nicht kinderleicht, aber auch nicht wirklich schwer. Geschäfte, die unsere Testkäufer nicht zufriedenstellen, werden vom Verkaufsleiter kontaktieren. Behalten Sie die gute Arbeit bei. Ganz schlimm ist das. Einige Worte kann ich super lesen von hier und andere verschwimmen so in einem Brei aus merkwürdigen Buchstaben zusammen, dass ich sie nicht entziffern kann. Und das wahrscheinlich auch, obwohl ich meine Brille tragen würde. Ich trage sie jetzt gerade nicht.